Keine Sorge, Zack. Wir finden einen Weg, dich wieder in einen Menschen zu verwandeln. Oh, das ist es nicht, was mich beschäftigt. Was denn dann? Dieser Bereich war immer so voller Leben. Aber nun ist alles so ruhig. So ruhig. Es ist total ausgestorben. Wie konnten sie alle über Nacht verschwinden? Ich hatte niemals Freunde in der Schule. Aber ich mache mir große Sorgen, was den Studenten und Lehrern zugestoßen sein mag. Ich mir auch, Zack. Ich mache mir auch Sorgen. Tja, halt. Wer ist ein Tier? Wo sind wir hier? Wir sind doch in diesem Gang. Hier dürfte doch gar keine Tür sein. Hier ist doch eine Tür. Okay, dann nicht. Ein potenzielles Rätsel weniger. Haben wir hier. Gucken. Links geht es nur in einen ungenutzten Raum. Rechts zum Gewächshaus. Gehen wir erstmal in den ungenutzten Raum. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, doch nicht so ungenutzt. Was sind wir denn jetzt? Ich auch manche Bereiche nicht sehen kann. Blau. Ach, okay, wir sind jetzt hier die Treppe hochgerannt zum Blauen. Ist hier sonst noch irgendwas? Da oben ist also die Schmiede. Ne, sonst ist hier nichts. Dann mal die Treppe, bitte. Da ist eine rote Plattform. Wo führt uns die hin? Ah, wieder zum Anfang zurück. Da sind wir also, okay. Dann bitte wieder runter. Na, komm. Ob das wohl das Glockenspiel war, was man in diesem Treppengang bei den Prüfungsräumen gesehen hat? Sieht das jetzt hier anders aus? Nö. Hier sieht man merkwürdigerweise jetzt nur den oberen Bereich, wenn ich das richtig erkenne. Jetzt, wo ich weiß, dass du ein Student bist, Zack, erzähl mir mehr von dir. Ich komme aus einer Stadt hoch im Norden. Ich weiß nicht mehr viel von meinen Eltern. Beide starben, als ich 5 Jahre alt war. Das ist ja schrecklich. Was ist mit ihnen geschehen? Meine Eltern sind viel gereist und eines Tages sank das Schiff, auf dem sie fuhren, und sie wurden niemals wieder gesehen. Seitdem kümmerte sich mein Kindermädchen um mich. Dein Kindermädchen? Ja, weißt du, meine Eltern waren reiche Adlige und sie bezahlten jemanden, der auf mich aufpassen sollte. Ehrlich gesagt hat sich durch den Tod meiner Eltern für mich gar nicht viel verändert. Sie waren eh so gut wie nie zu Hause. Und dann kamst du zum Studieren hierher? Ja, sobald ich alt genug war, um an dieser Schule studieren zu können, nahm ich das Geld, das meine Eltern mir hinterlassen haben, und verließ meine Heimat. Sehr viele traurige Aspekte hat dieses Spiel, muss man ehrlich sagen. Ach, und das ist wieder dieses Pflanzensymbol. Und der Baum, den wir schon mal gesehen haben. Dieser Ort sieht aus wie eine Art Klassenzimmer. Yep, wir sind im Klassenraum für Kräuterkunde. Hier lernen die Studenten, wie Pflanzen in einer Vielzahl von magischen Experimenten eingesetzt werden können. Diesen Baum haben wir ja schon oben in der Kugel gesehen. Kennen wir also schon. Ah. Und den Raum kennen wir aus dem Intro. Hier saßen ganz viele Schüler und die sind dann in einer Nebelwolke verschwunden. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, erstmal das gucken. Was sind das für seltsame wurzelbedeckte Schalen? Damit wird den Studenten irgendein besonderer Kram über Kräuterkunde beigebracht. Wie geht das? Ich weiß es wirklich nicht. Kräuterkunde habe ich nie gemocht, also habe ich im Unterricht nicht besonders aufgepasst. Das Einzige, woran ich mich erinnere, war, dass als der Lehrer eine Schüssel berührt hat, ein paar Blumen gewachsen sind.
Berühren wir mal diese. Oh. Und tschüss. Kommt hier zufälligerweise gelb? Hallo? Oh. So Dinge brauche ich für den Garten. Kommt hier jetzt auch wieder rot? Jo. Nochmal jetzt lila. Das dauert jetzt. Dann hätten sie euch was beschleunigen können. Komm, machen wir mal hier. Mal sehen, was die nächste Farbe ist. Grün. Gibt es noch eine Farbe? Nö. Ich spüre ein Rätsel. Oh Gott. Bücher, 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 kann ich nichts mehr machen. Na? War doch gerade irgendwo ein Symbol. War doch gerade das Zahnrad-Symbol, oder habe ich mich da verguckt? Nö, war nicht. Die Tafel können wir anscheinend auch nicht angucken. Also wieder zurück. Ein merkwürdiges Geräusch. Moment. Das Gewächshaus. Hä? Ach, das war das Gewächshaus gerade, stimmt. Das Orakel. Da muss ich wahrscheinlich wieder hoch. Scheiße. Komm, Lydia. Ja, das müsste eigentlich dieses Glockenspiel aus dem Treppenhaus gewesen sein. Jetzt hier lang. Mal sehen, was das Orakel uns orakeln kann. Huch, warum können all die kleinen Inseln schweben? Fast alles im oberen Teil der Akademie wurde mit Magie erbaut. Was ist das für ein Ort? Diesen Raum nennt man das Orakel. Der Legende nach befinden sich auf der letzten Insel die Überreste eines Drachen. Es ist schwer, dorthin zu kommen, aber wenn man es schafft, ist es möglich, dass etwas Mystisches geschieht. Zum Beispiel? Kannst du mir das genauer beschreiben? Meine Erinnerung ist ein wenig vage. Wenn ich mich recht erinnere, können die Überreste des Drachen, den man das Orakel nennt, mit dir in Kontakt treten, wenn du seine Hilfe suchst. Ist an diesem Mythos etwas Wahres dran? Wegen meiner Höhenangst war ich noch nie hier, deshalb habe ich keine Ahnung. Aber einige der Studenten behaupten, sie hätten mit dem Orakel gesprochen. Wer weiß, vielleicht hilft es uns zu verstehen, was hier vor sich geht. Wenn jemand in diesem Tal Hilfe braucht, dann jedenfalls wir. Ja, warum eigentlich nicht? Probieren können wir es ja mal. Ich glaube, dass diese seltsamen, riesigen Steine mit dem geheimen Weg in Verbindung stehen, der zum Orakel führt. Ah, schon wieder die Dinger? Diese schwebende Kugel scheint nichts Besonderes zu tun, wenn ich sie berühre. Okay, was haben wir hier? Überhaupt nichts? Kann ich hier nichts machen? Hallo? Okay, höre ich mir mal die Regeln an. Ich habe keine Ahnung. Du hast nicht die nötigen Voraussetzungen, um vorzufahren. Schön. Dann machen wir halt was anderes. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Gut. Orakel ist gestrichen. Wo können wir denn noch momentan hin? Hier waren wir. Können wir hin? Hier waren wir. Die geheime Bibliothek könnten wir uns noch angucken. Da haben wir einen weiten Weg vor uns, aber das ginge noch. Wir würden uns dann auch zur heiligen Stätte.
Hier waren wir sonst überall. Ja, wir müssten blau freischalten. Dafür brauchen wir... ja, rot und blau bräuchten wir. Oder... Moment. Ja, ging nur mit rot und blau. Mit gelb und blau ginge es nicht, oder? Halt, 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 halt. Es ging auch nur blau. Ja, dann könnte ich jetzt wenigstens zur Schmiede. Zum Observatorium käme ich nur, wenn ich alles anhabe, oder? Jo, da bräuchte ich rot, gelb und blau, ja. Observatorium brauche ich alles, aber blau, nur blau würde für die Schmiede reichen. Ich würde jetzt sagen, erstmal mit rot hier rüber, gelb, dann hier rüber. Erstmal das rote oben und dann am Ende das gelbe. So, rot. Hier waren wir ja nach der Vision. Komm, hier lang. Dann hier rüber zur gelben Plattform. Einmal hier wechseln. Dann war hier rot. Ein Moment mal, ein Moment mal, ein Moment mal, ein Moment mal, ein Moment mal. Mir fällt gerade was ein. Auf was steht der? Nur auf blau und blau ist aus. Wenn wir den jetzt also ausschalten, müsste ich alle drei anhaben. Haha, wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Scheiße. Ja, jetzt geht gelb aus und blau an. Genau. Du hast die roten und die blauen Teleporter-Plattformen ja, geöffnet. Ja, weiß ich. Und jetzt öffne ich alle drei. Ach, wie geil, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Wunderbar. Super, du hast sämtliche Teleporter-Plattformen geöffnet. Das hört sich, wenn er das so sagt, wie eine automatische Bandansage an. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Da freut man sich. Gott. Fiel doch gerade ein, dass ich den ja eigentlich von Rot und Gelb weggebracht habe und Rot und Gelb beide aktiviert waren. Das heißt, ich hätte mit dem, weil der ja immer nur einen macht, ja auch Blau aktivieren können. Super, dann kommen wir auch gleich direkt ins Observatorium. Und einmal wieder über diese Wendeltreppe. Und da hat man auch noch einen anderen Raum, den ich begutachten müsste. Hier oben. We'll be right back.